In diesem Video möchte ich Duplicatey gegen die Backup-Software Duplicacy antreten lassen. Kommen wir als erstes mal zu den Gemeinsamkeiten. Beide haben ein gutes Grundgerüst, unterstützen also die Funktionen, die ich von einer Backup-Software erwarte, nämlich Verschlüsselung, Cloud-Backup, Versionierung und Komprimierung. Wo sind jetzt also die Unterschiede? Ja, das Interface ist schon mal unterschiedlich. Dem einen oder anderen mag das komisch vorkommen, warum ich jetzt eine Software mit einer GUI, mit einer Software mit einem Command-Line-Interface vergleiche. Allerdings spielt das jetzt hier für den Test wenig eine Rolle, also die Punkte, die ich jetzt gleich zu kritisieren habe, haben nichts mit dem Interface zu tun. Die Bedienung ist nämlich bei beiden sehr gut. Sowohl Duplicacy kann ziemlich einfach eingerichtet werden, da habe ich auch ein Video zugemacht, das dauert nur wenige Minuten. Duplicatey, auch die GUI hat mir super gefallen, sind alle Optionen drin, die ich mir erwarte. Kommen wir zur Geschwindigkeit. Duplicacy ist auf Geschwindigkeit optimiert. Man kann auch parallelisieren, um Sachen zu beschleunigen. Bei Duplicatey sieht es da deutlich schlechter aus. Zum Beispiel hatte ich Jotta Cloud, wird dort als Backend unterstützt, aber ohne Parallelisierung. Und Jotta Cloud an sich ist einfach beim Download und beim Upload arschlangsam. Und das könnte man quasi versechsfachen, die Geschwindigkeit, wenn Parallelisierung bei Duplicatey möglich gewesen wäre, ist aber nicht. Und deshalb, ja, hier ganz, ganz schlechte Wertung. Vor allem habe ich das auf dem ARM-Gerät getestet, also ARM-Prozessor auf meinem QNAP NAS. Und die Ressourcen werden einfach, ja, scheinbar ineffizient genutzt, weil Duplicacy macht ja im Grunde das Gleiche und ist deutlich schneller. Und wenn man halt 500 GB über die Leitung jagen will, so wie bei mir, also so groß war einfach mein Backup, spielt Geschwindigkeit einfach eine Rolle. Der Restore über Jotta Cloud zum Beispiel hätte bei Duplicatey bei mir 5 Tage gedauert. Und dann kommen wir auch gleich zu einem anderen Punkt später noch. Der lässt sich nämlich nicht wieder aufsetzen, der Restore. Das heißt, wenn das Programm in diesen 5 Tagen einmal abstürzt, muss ich von vorne anfangen. Da springe ich jetzt mal ein bisschen runter zu dem Punkt Stabilität, denn Duplicatey ist instabil, zumindest auf meinem QNAP NAS ist es ständig abgestürzt. Es gab keine Logs, wo ich sehen konnte, was jetzt tatsächlich das Problem war. Ja, und bei 5 Tagen Restore-Zeit und es bricht dann am 4. Tag ab und ich muss mal von vorne anfangen. Nee, danke. Ja, und deshalb gibt es da auch ein paar Abwertungen bei Backup und Restore, weil Duplicatey ist nämlich in der Lage, den Backup und den Restore da fortzusetzen, wo er abgebrochen ist. Es kann ja auch, was weiß ich, das. Ich habe zum Beispiel ein Update installiert, weil ich vergessen habe, dass gerade eigentlich noch mein Restore oder mein Backup läuft. Und man kann ja auch selbst schuld sein, dass es abbricht. Es gibt ja viele Gründe, warum das abbrechen kann. Auf jeden Fall sollte die Software in der Lage sein, dann da weiterzumachen, wo sie aufgehört hat. Das geht bei Duplicatey gar nicht. Ja, Stabilität, habe ich ja schon was zu gesagt, ist bei Duplicatey zumindest auf meinem ARM-Gerät eine Katastrophe. Das mag unter Windows schon wieder anders aussehen, aber selbst unter Windows, wenn ich da jetzt einen tollen Prozessor noch drin habe von Intel oder AMD, ist die Geschwindigkeit auch eine Katastrophe, weil ich kann immer noch nicht parallelisieren. Und bei Jotta Cloud, ja, das hat nichts mit dem Prozessor zu tun, da ist einfach der Download langsam. Ja, von daher, meine Empfehlung geht hier ganz klar raus an Duplicacy. Ich will jetzt hier noch sagen, es gibt von Duplicatey auch eine Command-Line-Version, aber das spielt für den Test jetzt eigentlich im Grunde keine große Rolle, wie ich finde. Die Geschwindigkeit wird dadurch ja auch nicht besser, also das hat keinen großen Einfluss. Ihr mögt mich jetzt gerne als Duplicacy-Fanboy bezeichnen, das mag auch sein. Ich habe im Duplicatey-Forum auch mal einen großen Post hinterlassen, was mich alles so gestört hat. Und eine Backup-Software, die halt dann nicht mehr aufsitzen kann, wo sie aufgehört hat und so eine schlechte Stabilität hat, der kann ich halt nicht meine Daten anvertrauen. Ich muss ja sicher sein, dass im Fall Festplattencrash oder was auch immer, muss ich ja in der Lage sein, wieder an meine Dateien zu kommen. Und da hätte ich eben bei Duplicatey so ein bisschen meine Bedenken.